Das ist Christoph Jentsch. Und im Jahr 2016 hat er einen Code veröffentlicht, der das Internet für immer verändern sollte. Es war ein Computercode für eine revolutionäre neue Idee. Er sollte die Regeln des Internets neu schreiben. Er sollte Firmen und Organisationen auf der ganzen Welt umkrempeln. Aber bekannt ist Christophs Code vor allem aus einem anderen Grund. Er wurde gehackt. In einem Kampf um 150 Millionen Dollar in einem der größten Internet-Krimis aller Zeiten. Das ist eine Geschichte über Kryptowährungen und damit über einen riesigen Markt. 2016 hatte der globale Markt an Kryptowährungen noch einen Wert von 7 Milliarden Euro. Ende 2021 waren es 2,6 Billionen. Dieses ganze Geld, das ist sicher gespeichert auf der Blockchain, wo niemand rankommt. Zumindest soll das niemand. Aber jetzt stell dir mal einen Geldautomaten vor. Auf den ersten Blick funktioniert er wie jeder andere. Du gibst ein, dass du einen Hunderter willst, tippst deine PIN ein, fertig. Aber das war nur der erste Blick. Auf den zweiten hast du herausgefunden, dieser spezielle Automat hat eine Schwäche. Nachdem du deinen Hunderter abgehoben hast, kannst du das den Automaten vergessen lassen. Und dann kannst du die gleichen 100 nochmal abheben. Als wäre die erste Auszahlung nie passiert. Du tust das wieder und wieder. Immer wieder hebst du denselben Betrag ab, obwohl dein Konto schon längst leer sein sollte. Das perfekte Verbrechen. Das war die Methode eines Blockchain-Hacks am 17. Juni 2016. An diesem Tag beginnt ein Unbekannter, die Geldreserven des bis dahin größten Blockchain-Projekts überhaupt anzuzapfen. 150 Millionen Dollar stehen auf dem Spiel und niemand kann ihn aufhalten. Das ist die Geschichte von einem der größten Hacker-Raubzüge jemals und darüber, was er für die Zukunft des Internets bedeutet. Das ist die Geschichte der DAO. Ja, mein Name ist Christoph Jentsch, ich komme hier aus Mittweida. Ich bin Familienmensch, selber 7 Kinder. Ich bin Entwickler. Vor fast 10 Jahren macht Christoph Jentsch eine Entdeckung im Internet. Und auch wenn er es da noch nicht weiß, wird diese Entdeckung sein Leben verändern. Ja, das war während meiner Doktorandenzeit, ungefähr Sommer 2013. Fand ein paar Foreneinträge, hier mal einen Blogpost dazu und eben das White Paper von Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist eines der größten Rätsel des Internets. Wer hinter diesem Namen steckt, ist ein Geheimnis. Wer auch immer es ist, veröffentlicht Ende 2008 ein White Paper, einen Leitfaden, für eine dezentrale Währung, die ohne Staat und ohne Banken funktioniert. Er nennt sie Bitcoin. Ich habe mich schon im Studium sehr für selbstorganisierte Systeme, auch selbstorganisierende Systeme interessiert. So alles, was man oft in der Natur auch findet, wo es keine klaren Führer gibt, bei Ameisen und viele andere hat man das oft, ja, die organisieren sich selbst. Und das hat mich immer fasziniert. Und Bitcoin war für mich genauso ein System. Bitcoin funktioniert durch eine Technologie namens Blockchain. Eine Blockchain ist eine Datenbank, die alles Mögliche dokumentieren kann. Im Fall von Bitcoin dokumentiert sie, wer wie viel Bitcoin besitzt und wer wem seine Bitcoin weiterschickt. Anders als eine normale Datenbank wird eine Blockchain aber nicht nur auf einem einzelnen Rechner abgespeichert, sondern auf tausenden Rechnern gleichzeitig. Jeder speichert eine komplette Kopie der Datenbank, die sich permanent aktualisiert. Das heißt, wenn jemand versucht, die Datenbank zu fälschen, sich selber mehr Bitcoin zuzuschieben, als er eigentlich hat, dann können alle anderen Rechner einspringen und ihn überstimmen. Die Aufzeichnungen der Blockchain lassen sich also nicht fälschen. Es sei denn, mehr als die Hälfte der weltweiten Bitcoin-Rechenleistung fälscht gleichzeitig auf die gleiche Weise. Und das ist die Technologie, die die Welt verändern kann. Sagen zumindest Menschen wie Katharina Gera. Als dann die Idee raufkam, mit einer Blockchain kann ich dezentral, ohne Intermediär und ohne staatliche Stelle das Thema Währung organisieren, das war für mich der absolute Aha-Moment.
Katharina Gehrer verwaltet einen Krypto-Hedgefonds, leitet die Blockchain-Analysefirma Immutable Insight und sitzt im Aufsichtsrat der Börse Stuttgart. Das war absolut Aufbruchstimmung, das war aber auch damals schon Verrücktheit. Und es wird noch verrückter, denn nach Bitcoin folgt die nächste Idee. Bitcoin ist eine Blockchain, mit der man virtuelles Geld hin und her schieben kann, nicht mehr, nicht weniger. Aber könnte man auf der Blockchain noch viel mehr tun? Verträge abschließen, Unternehmen gründen, Kunst verkaufen. Alles ohne, dass man jemanden in der Mitte braucht, der das Ganze autorisiert? Das ist die Idee von Vitalik Buterin und er nennt sie Ethereum. Dann kam das Ethereum White Paper raus von Vitalik. Ich weiß nicht, wann ich es genau gelesen habe. Es kann sein, es war Dezember, aber es war wahrscheinlich eher so Januar, Februar rum. Irgendwo in irgendeinem Forum auf einen Link gestoßen. Und das hat mich wirklich extrem fasziniert. Es ist transparent. Ich kann sehen, welche Abhängigkeit besteht. Es steht eine Formel, wenn X, dann Y. Wenn Apfel mir gehört, dann Eigentümerin Katharina. Und diese Einfachheit, diese erzwungene Standardisierung und Verständlichkeit, die schafft etwas Universelles. Und die Möglichkeiten, die das innehat, war mir eigentlich, ich will nicht sagen, sofort komplett klar. Aber ich habe nur erahnen können, was damit möglich war. Ich habe mich damit noch mehr beschäftigt und dann im Sommer 2014 habe ich meinen Doktor pausiert, bis heute ehrlich gesagt, und habe mich dann ganz dem gewidmet und habe bei der Ethereum Foundation angefangen zu arbeiten. Ich hatte damals 3 Kinder, brauchte noch mehr Geld und ich hatte mehrere Angebote gehabt von Firmen, die mich als Softwareentwickler freiberuflich nehmen würden. Und es gab eine sehr solide Firma aus Stuttgart, die hat Software geschrieben für das Bauwesen, ganz solide. Im Vergleich dazu dann Ethereum. Zu Beginn ist Ethereum vor allem ein loses Netzwerk von Entwicklern auf der ganzen Welt. Die meisten arbeiten von zu Hause, aber es gibt auch Räume, wo die Entwickler zusammenkommen. Einer davon ist in Berlin. Auch Christoph Jentsch ist oft dort. Es ist mir so ein bisschen, wie man hat gefühlt wie eine Hippie-Kommune. Eines Abends waren wir zu Besuch bei den Ethereum-Entwicklern in Berlin. Ich weiß noch genau, da waren diese idealistischen Hacker, die haben diese fantastische Technologie gebaut. Und ich habe mir gedacht, diese Leute verstehen nicht wirklich, wie die Welt funktioniert. Aber trotzdem wusste ich, sie werden die Welt verändern. Damals weiß noch niemand, ob das mal etwas wird mit dieser Idee. Ob sich die Welt überhaupt für Ethereum interessiert. Bis zum Launch 2015. So, hi, my name is Alex van der Sande. Hi, ich heiße Alex van der Sande. Ich komme aus Brasilien. Ich habe seit 2014 mit Ethereum zu tun und war dort einer der ersten Designer. Was mich fasziniert ist, je nachdem, wo man darüber spricht, sehen die Leute sich selbst darin reflektiert. Als ich in Brasilien Präsentationen gegeben habe, da haben die Leute über das Potenzial gesprochen, damit Korruption zu bekämpfen. In Frankreich darüber, Bürokratie zu bekämpfen. Und in den Vereinigten Staaten ging es immer vor allem darum, wie man Unternehmen aufbauen kann, die unabhängig sind von der Regierung. Für mich bedeutet es, eine Community aufbauen zu können, ohne dass man dafür eine große Plattform braucht, die sich zwischen uns setzt und etwas von dem Wert der Community abschöpft. Wenn wir zwei auf Social Media befreundet sind, dann besitzen wir diese Beziehung zwischen uns nicht wirklich. Diese Beziehung sitzt in einer Datenbank bei einer Tech-Firma. Das Ziel hinter Ethereum ist also auch, die Macht der großen Tech-Konzerne zu verringern und zu dezentralisieren. Das klingt erst einmal großartig. Aber Ethereum hat seine Kritiker. Die Blockchain ist zum Beispiel noch recht langsam, viel langsamer als ein herkömmlicher Computer. Ihre Werkzeuge werden immer wieder von Betrügern benutzt. Und aktuell verbraucht sie noch jede Menge Strom. Aber trotzdem, die Menschen, die an Ethereum glauben, die sind all in. Ethereum macht die Blockchain zum neuen Internet. Christoph Jentsch bleibt nicht dauerhaft bei Ethereum. Irgendwann wechselt er wieder in die Privatwirtschaft. Zusammen mit seinem Bruder Simon gründet er ein Unternehmen, Slockit. Und dabei entsteht gleich eine weitere Idee. Die Idee, für die Christoph berühmt werden wird. Die DAO.
DAO steht für dezentrale autonome Organisation. Die Idee ist damals gewesen, 2016 oder 2015, wo wir angefangen haben, jeder konnte Geld in Form von Ether reinstecken und bekommt raus einen Token, sowas wie Anteile an dieser Organisation. Nicht mitbekommen? Nicht schlimm. Wir fangen einmal von vorne an. Stell dir einmal vor, das bist du. Und das ist dein Chef. Der sagt dir, was du zu tun hast. Und über deinem Chef hat dein Chef natürlich auch eine Chefin. Und die ist Chefin für ganz viele andere Chefs gleichzeitig, die wiederum Chefs von ganz vielen Leuten, so wie du sind. So kennen wir dieses System. Jedes Unternehmen, jede politische Partei, sogar jeder Fußballverein ist so aufgebaut. Und das heißt auch, wenn jemand einen Chef hat, der nicht ganz perfekt ist, dann leiden alle darunter. Wenn jemand seine Verantwortung nicht ernst nimmt, wenn jemand unfreundlich ist, wenn jemand aus den falschen Gründen befördert wird, dann funktioniert das alles nicht mehr wirklich. Also, können wir das Ganze nicht mal anders denken? Eine Organisation ohne Hierarchien, ohne Chefs, bestehend nur aus Menschen und Code, möglich gemacht durch die Blockchain. Das ist die DAO. Und warum sollte man das bauen? Warum? Weil wir es können. Und das war auch schon manchmal der ganze Grund. Na, wir haben ja gar kein Geld verdient daran. Also das muss man vielleicht auch sehen. Auch ein großes Missverständnis, das oft da ist. Wir haben nicht einen Euro jemals dafür bekommen. Und so soll die DAO funktionieren. Wenn du in die DAO hinein willst, kannst du dich einkaufen, und zwar mit Ether. Das ist die Kryptowährung der Ethereum-Blockchain. Die Kryptowährung landet dann im großen Tresorraum der DAO. Und jetzt kannst du dich mit anderen austauschen und ihr könnt gemeinsam entscheiden, was mit dem Geld im Tresorraum passieren soll. Vielleicht wollt ihr in eine Geschäftsidee investieren oder das Geld an eine gute Sache spenden. Oder vielleicht wollt ihr es für Marketing ausgeben, damit noch mehr Leute von der DAO erfahren und noch mehr Geld da ist. Alles ist möglich. Und die DAO-Mitglieder können alle zusammen abstimmen. Aber was, wenn dir das Ergebnis einer Abstimmung nicht gefällt? Dann kannst du eine Tochter-DAO eröffnen. Eine DAO in der DAO. Da kannst du dein Geld wieder abheben. Und nach ein paar Wochen Wartezeit darfst du es wieder mit rausnehmen und damit machen, was du willst. Das soll die DAO sein. Die dezentrale, autonome Organisation. Und weil alle Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain gespeichert werden, gibt es auch keine Hinterzimmer-Deals. Keine Chefs, die sich Geld abzwacken. Es gibt nur die Community. Am 30. April 2016 geht die DAO auf der Ethereum-Blockchain in Betrieb. Noch hat niemand eine Ahnung, wie viele Leute ihr beitreten werden oder wie viel Geld sie einsammeln wird. Wir hatten einen Slack gehabt mit so ungefähr 5000 Nutzern. Wenn alle davon, die da drin sind, 1.000 Euro geben wird, dann sind wir bei ungefähr 5 Millionen. Aber es kommt anders. Man kann virale Effekte nicht planen. Die gibt es einfach manchmal. Irgendwas geht einfach viral. Und die DAO ist einfach viral gegangen. Und alle haben darüber gesprochen, alle haben darüber geschrieben. Ich war völlig überwältigt. Ich glaube, ich habe geklatscht, als ich von der DAO erfahren habe. Ich habe direkt einen Post darüber geschrieben, der in Brasilien viral gegangen ist. Es war fantastisch. Wir waren auf der Titelseite von New York Times gewesen, Sonntagsausgabe. Und es war einfach völlig überwältigend. Die Aufmerksamkeit, die es generiert hat, war so enorm, dass letztendlich in etwa 150 Millionen Dollar eingenommen wurden. Was natürlich niemand erwartet hat, wirklich niemand. Innerhalb eines Monats wird die DAO von einer obskuren Idee zur größten Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten. 150 Millionen Dollar bedeutet, jeder siebte Coin der Kryptowährung Ether liegt in der DAO. Dazu zu sehen, wie die DAO quasi jeden Tag mehrere Millionen quasi aufhält, immer größer wurde, immer größer wurde. Das hat uns schon echt Angst eingeflößt. Was ist, wenn diese DAO jetzt schlechte Sachen finanziert? Dinge, für die ich persönlich nicht stehe, die moralisch verwerflich sind oder andere Dinge. Und ich bin damit mein Name irgendwo damit verbunden, will eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Das Zweite ist, die DAO wird für immer leben, für immer existieren. Niemand kann sie jemals stoppen. So hatte ich Angst, dass es mir irgendwann mal gehen würde, dass ich dazu beigetragen habe, ein Monster zu erschaffen, worüber ich keine Kontrolle mehr habe. Es war ein Freitagmorgen. Ich habe immer sehr lange gearbeitet abends. Das heißt, früh ist manchmal ein bisschen länger geschlafen.
Meine Frau hat mich geweckt, gesagt, Simon ist am Telefon, also mein Bruder, gemeint, irgendwas ist nicht in Ordnung mit der Daumen, soll ich mal schauen. Ich bin dann in mein Büro runtergegangen, Laptop aufgeklappt, damals EtherScan, das ist so ein Blockchain-Explorer, wo man schauen kann, was passiert dort gerade. Dann habe ich reingeschaut, er nimmt aber mehr Geld raus, als er reingesteckt hat. Das kann nicht sein. Und dann war mir klar, das ist ein Hack. Hier findet gerade eben ein Hack statt. Ich war gerade aufgewacht in meiner Wohnung in Rio de Janeiro und mein Telefon war voller Nachrichten. Alles, was ich gleich merkte, war, dass es irgendwas mit der DAO zu tun hat. Und schließlich drehe ich mich zu meiner Frau um und sage, hey, erinnerst du dich, wie ich dir erzählt habe, von diesem großen, unhackbaren Berg aus Geld? Tja, der ist gerade gehackt worden. Also in dem Moment war mir klar, Game over, DAO ist vorbei. So schnell geht es. Christoph und sein Team haben über ein halbes Jahr an der DAO gearbeitet. Und in nur einem Moment stirbt sie. Indem ein Hacker die Schwäche der DAO erkennt. Den einen Fehler im Code. Ja, ich erkenne das schon. Sehr bekannt vor. Also hier geht's eigentlich los, Burn DAO Tokens. Hier ist es so wie Straw, genau diese Zeile hier. Straw Reward 4, be nice and get his rewards. Das war eine Zeile, die gar nicht nötig war. In welcher Zeilennummer war der Fehler? Je nachdem, wie man es zählt, also ob man jetzt die Kommentare mitzählt oder nicht, ist er tatsächlich ungefähr bei Zeile 666, was das Ironische daran ist. Diese Zeile haben viel zu lange alle übersehen. Sie bedeutet, wenn man weiß wie, dann kann man die DAO austricksen und Geld abheben, das man nie eingezahlt hat. Als jemand erkennt, wo der Fehler liegt, ist es schon zu spät. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, in deinen damaligen Code, was müsstest du verändern? Welche unglaublich gigantischen Veränderungen müsstest du vornehmen, damit das Fehler nicht passiert? Eine Zeile auskommentieren und fertig. Nur die DAO ist jetzt online. Und auf der Blockchain heißt das, sie jetzt zu verändern, würde viel zu viel Zeit brauchen. Also was tun? Ich hatte selber Geld investiert. Jetzt nicht viel, vielleicht so viel, dass es für ein gebrauchtes Auto reichen würde. Aber mir war schnell klar, ich sollte jetzt nicht einfach versuchen, damit abzuhauen. Ich sollte versuchen, anderen damit zu helfen. Ungefähr 50 Millionen Dollar hat er rausgenommen. Es lagen ja noch 100 Millionen Dollar drin. Und jeder konnte genau denselben Hack auch ausführen, um die auch rauszunehmen. Und es ist wie wenn 100 Millionen auf der offenen Straße liegen und in den Käfigen das Schloss ist offen. Jeder sieht's. Und was macht man da? Die Antwort bieten Alex van de Zande und eine Gruppe von anderen Experten. Sie formen eine Gruppe von White Hat Hackern. Das sind Hacker, die die gleichen Methoden wie ihre bösen Kollegen benutzen, nur eben für die gute Seite. Am Anfang waren uns die Konsequenzen ziemlich schnuppe. Was hatten wir da eigentlich vor? War es überhaupt legal, was wir da taten? Und was bedeutet hier überhaupt das Wort legal? Ist es Diebstahl, wenn man Geld sichert, das sonst jemand anderes stehlen würde? Irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt einfach, obwohl wir das alles nicht wissen. Und dann überlassen wir es den Anwälten herauszufinden, was wir da eigentlich angestellt haben. Erst haben sie gewartet, aber als der Angreifer weitergemacht hat, langsam Schein für Schein rauszuziehen, haben sie sich zwischenzeitlich vorbereitet, einen Hack besser auszuführen. Das heißt, plötzlich regt sich etwas in der DAO. Die Tresore werden immer leerer, immer mehr Geld wird abgezapft. Und diesmal ist es nicht der Hacker. Die Community ist schockiert. Ein zweiter Angriff? Dann die Nachricht. Die DAO wird sicher geleert, keine Panik, schreibt Alex van de Zande auf Twitter. Wir mussten diese kleinen Split-Funktionen für die Tochter-DAOs nutzen. Die waren wie kleine Rettungsboote. Stell dir vor, die Titanic geht unter und es gibt einen Haufen Rettungsboote und du versuchst, so viel wie möglich auf eines der Boote mitzunehmen. Ich glaube, wir haben fast alles, was möglich war, gesichert. Der erste Hacker hat ungefähr 30% ausgeräumt, aber alles andere haben wir uns geholt, bis auf den letzten Penny. Nur was jetzt? Was ist mit den 30%, die der Hacker schon hat? In der normalen, nicht digitalen Welt würde jetzt die Polizei kommen. Aber hier in der DAO gibt es keine Polizei. Es gibt keine Obrigkeit, keine Hierarchien.
Es gibt nur den Code. Und das bedeutet, wenn alle ihr Geld zurückbekommen wollen, dann muss die Ethereum-Community das tun, was eigentlich unmöglich sein sollte. Sie muss die Zeit zurückdrehen. Wir lassen alles, wie es ist. Es lief ja alles weiter. Es lief danach auch noch alles weiter. Wir fassen nur diese Accounts an, die mit der DAO zu tun haben. Das ist ein chirurgischer Eingriff. Wir schneiden das ganz sauber raus und packen das an eine neue Stelle mit einem Code, wo alle ihr Geld zurückbekommen können. Und alles andere läuft ganz einfach weiter. Nur, dieses Verfahren erfordert eine sogenannte Hard Fork. Hier muss nicht einfach nur die DAO überschrieben werden, sondern die Ethereum-Blockchain selbst. Die angeblich unfehlbare Blockchain muss künstlich manipuliert werden. Und das geht nur, wenn die Mehrheit der Community dafür ist. Doch die Community ist gespalten. Wir wollen den Menschen quasi mehr Souveränität geben, auch finanziell. Und deshalb war das eigentlich gegen meine Prinzipien, diesen Hard Fork zu machen. Deshalb hat man sich ein bisschen das Gefühl, als würde man sein eigenes Baby irgendwo Schaden zufügen. Wenn Ethereum die Zukunft des Internets ist, dann entscheidet sich hier, wie dieses Internet aussehen soll. Wird der Code über allem stehen? Oder werden Menschen im Notfall auch eingreifen können und sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht? Die Umfrage läuft und mit 81% stimmt die Community für die Hard Fork. Alle Ether, die sich in der DAO befanden, werden zurückgesetzt, ihren ursprünglichen Besitzern ausgehändigt. Es ist eine Art Währungsreform. Eine neue Version des Kryptogeldes wird geschaffen. Das geklaute alte Geld existiert weiter, ist aber viel weniger wert. Wie viel genau, weiß niemand. Alles in allem würde ich sagen, hat die Geschichte Ethereum gut getan. Auch diesen Fall zu setzen, dass letztendlich die Community das letzte Wort hat. Also in ganz, ganz, ganz extremen Fällen, die man sich wahrscheinlich heute kaum ausmalen kann. Und ich bin extrem erleichtert darüber, dass zumindest alle ihr Geld zurückbekommen haben. Das war mir eigentlich das Wichtigste. Und trotzdem. Ich dachte, mein Name ist immer verbrannt nach der Aktion. Es gab dann DEFCON 2 in Shanghai. Das war so die einmal im Jahr kommt die ganze Ethereum-Community zusammen. Und ich habe gedacht, okay, ich muss dort einfach hingehen, ich muss mein Gesicht zeigen, ich muss darüber sprechen. Es gab eine Standing Ovation, die hat mich sehr, sehr berührt. Das sehr, sehr lange mir eigentlich alle gezeigt haben, dass wir das super gemeistert haben, was danach ging. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und bin auch heute noch Teil dieser Community und arbeite gerne in dieser Industrie. Die DAO war zu ihrem Zeitpunkt das größte Ethereum-Projekt aller Zeiten. Sie sollte das Internet und Ethereum verändern und hätte es stattdessen fast in Brand gesteckt. Der Versuch, Macht neu zu organisieren, sie um den Computercode herumzubauen, dieses ganze Experiment ist gescheitert. Also heute denke ich auch ein kleines bisschen anders darüber, als ich damals so gedacht habe. Hierarchien sind für viele Dinge sehr effizient und gut. Und Hierarchien sind oft effizient und schnell, können Entscheidungen treffen und Dinge umsetzen. Ja, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass der Gedanke weiterlebt. Moment mal, weiterlebt? War die DAO nicht ein Riesenfiasko? Ich glaube, in 5 oder 10 Jahren wird es komplett normal sein, für eine DAO zu arbeiten oder mit einer DAO. Mein Name ist Bas Grasmeier. Ich komme aus den Niederlanden, arbeite auf der ganzen Welt als Digitalstratege, aber ohne zu reisen, vor allem online. Bas Grasmeiers Lieblingsthema, DAOs. Und dabei denkt er nicht an die DAO von Christoph Jentsch, sondern an all die, die danach kamen. Eine ziemlich berühmte DAO, auch wenn es etwas albern klingt, heißt Dinner DAO. Da wollten ein paar Leute einfach ein Abendessen veranstalten, einfach nur als kleines Experiment. Aber das wurde zu einem kulturellen Phänomen, weil plötzlich jede Menge Leute beitreten wollten. Wo es für mich wirklich Klick gemacht hat, war bei einer DAO namens Songcamp. Der bin ich sehr früh beigetreten. Auch das war erst einmal ein Experiment. Wir erstellen Kunst und Musik und am Schluss verkaufen wir das Ganze als NFT, als digitales Kunstwerk. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler haben erstmal gratis Songs erstellt, aber mit dieser Methode haben sie es trotzdem geschafft, viel Geld einzunehmen. Hätten sie die Musik einfach auf Streaming-Diensten veröffentlicht, dann hätte es wahrscheinlich 10 Jahre gedauert, um die gleiche Summe zusammenzubekommen. Überall im Internet experimentieren heute Krypto-Fans damit, Macht in DAOs neu zu verteilen. Es gibt eine Klima-DAO, die CO2-Zertifikate kaufen will. Eine Fries-DAO, die ein Fastfood-Restaurant eröffnen möchte.
eine Ukraine-DAO, mit der die Gründerin der Band Pussy Riot Geld für die Ukraine gesammelt hat. Und das alles ist vielleicht nur der Anfang. In naher Zukunft ist es vielleicht ganz normal, für eine DAO zu arbeiten oder Teil davon zu sein. So wie die Leute hier und da heute schon ein bisschen Kryptowährung besitzen. Die Frage ist, ob sie wissen werden, dass es eine DAO ist. Es wird sich eher wie eine Community anfühlen, die eine coole Sache macht. Sollte das passieren, dann wäre eine DAO vielleicht bald einfach wie ein e.V. oder eine GmbH. Nur dass der deutsche Staat noch nicht weiß, was das ist. Also ich glaube, vieles, was DAOs heute machen, ist nach deutschen Rechtsstandards einfach höchst illegal. Und ich meine damit illegal nicht werten, sondern es ist einfach nicht so, wie das Gesetz es vorgesehen hat. Es ist sehr, sehr schwierig, eine DAO rechtssicher zu machen. Es stellen sich Fragen wie, wie meldest du deine Firma an? Wie funktioniert das mit den Steuern? Das ist allein deswegen kompliziert, weil DAOs oft aus Leuten bestehen, die in allen möglichen Ländern verteilt sitzen. Noch ist die Zukunft von Blockchains und DAOs nicht gesichert. Und auch die Technik ist noch unausgereift, oft langsam und unzuverlässig. Ganz zu schweigen davon, dass der Kryptomarkt voll ist mit Spekulanten und Betrügern. Denn Krypto ist mittlerweile Big Business. Und auch große Geldgeber wollen dort ihre Interessen verteidigen. Wenn man heute bei YouTube irgendwas mit Ethereum Blockchain sucht, 90% oder viel mehr ist nur Müll. Ja, es geht nur darum, Spekulation, wie der Preis hoch und runter geht, wie man da investieren kann, da investieren kann, da investieren kann. Schrecklich, ja. Und ich bin immer noch 100% davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Also mit ein paar Klicks eine Firma oder Verein oder Organisation zu gründen. Airbnb nur als Beispiel. Airbnb ist eine Plattform, wo man Wohnungen vermieten kann. Eigentlich könnte man es auch als Allgemeingut betrachten, was eigentlich den Gästen oder den Gastgebern gehören sollte. Und die bestimmen, wie sich die Plattform weiterentwickelt. Das wäre ein guter Gedanke. Ist die DAO das richtige Instrument, um sowas wie Airbnb zu bauen? Also eine straffe Produktführung und sowas in die Welt zu setzen? Wahrscheinlich nicht. Ist eine DAO etwas Gutes, um so ein Gemeingut dann zu verwalten und zu besitzen? Wahrscheinlich ja. Dass heutige Organisationen nicht das Nonplusultra an Effizienz und Effektivität sind, ist absolut klar. Und da, glaube ich, können DAOs von der Elternvertretung, die sich über Bildung kümmert, bis eine Fahrgemeinschaft, bis politischer Konsensmechanismus, bis zu einer Werbeagentur, bis zu einer Band, bis hin zu, wie teile ich mir ein Patent, das aus einem wissenschaftlichen Projekt rausgekommen ist, ganz viel unbürokratisch, leichtes, schnelles, effizientes Organisieren ermöglichen. 6 Jahre nach dem großen Fiasko der ersten DAO sind DAOs einer der großen Trends der digitalen Welt. DAOs haben aktuell rund 1 Million User weltweit. Ende 2021 lagen in den größten 20 DAOs rund 15 Milliarden Euro in Kryptowährungen. Mehr denn je glauben Menschen daran, dass wir damit den großen Mächtigen etwas entgegensetzen können. Den Tech-Konzernen wie Meta und Google. Oder vielleicht ja nur auch den kleinen Mächtigen, den Chefs. Werden die letztendlich doch noch abgeschafft? Ich glaube, es wird auch in 10 Jahren noch Chefs geben. Es wird unterhalb der Chefs vielleicht auch eigene DAOs innerhalb eines Unternehmens geben. Es wird sicherlich auch Organisationen und Organisationsformen geben, die mit einem Chef oder ganz vielen Chefs auskommen. Und es wird immer auch einen Wettbewerb der Systeme da weiterhin geben. Aber vor allem gibt es hoffentlich auch bis dahin ein paar mehr Chefinnen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Chefs abschaffen in den nächsten paar Jahren. Nein, es wird aber die Option geben, sie abzuschaffen. Und das ist eigentlich schon alles, worauf es ankommt. Mittlerweile gibt es eine Spur, wer der Hacker der DAO gewesen sein könnte. Aber strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn gibt es wohl keine. Manche sind sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt gegen das Gesetz verstoßen hat. Schließlich hat er sich einfach an den Code gehalten. Vielleicht ist an diesem Tag aber noch etwas anderes passiert. Nicht einfach nur ein Krimi, sondern ein Test für die Zukunft des Internets. Dezentrale Organisationen werden das 21. Jahrhundert prägen. Internationale Entwicklerteams mit großen Ideen und immer mehr Geld. All das kommt auf uns zu. Christoph Jentsch und das Team hinter der DAO waren nur etwas früher dran.